Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 1. Zum Ekel ist mein Leben mir geworden. Ich lasse meiner Klage freien Lauf. Reden will ich meiner Seele Bitternis. Hiob Kapitel 10, Vers 1. Die Gewitterwolken, die sich an die Gipfel der Pyrenäen schmiegten, erstrahlten ebenso im Rot der Morgensonne wie das Gefieder des kleinen Engels, der zwischen den Zinnen der Pflugplattform saß. Ariel war schon vor Anbruch der Dämmerung hier heraufgekommen, um allein von Hinael Abschied zu nehmen. Bald würden sie sich alle in der Ostkapelle versammeln, Hinaels alte Schar, ihre eigene, die für kurze Zeit auch die seine gewesen war, ein paar andere Engel, die Hinael gekannt hatten, Abgelaum und wahrscheinlich auch der, dem Ariel insgeheim die Schuld am Tod des Michaeliten anlastete. Der Inquisitor Carolus. Zorn stieg in ihr auf, als sie an ihn dachte. Hätte dieser verbitterte, herrschsüchtige Greis aus Roma Aeterna sie nicht mit Hinael auf diese Strafmission geschickt, würde ihr Ordensbruder jetzt noch leben. Wie es seine eigentliche Bestimmung gewesen war, würde er mit seiner eigenen Schar fliegen, so wie Ariel mit der ihren, und sie hätte ihn nie kennengelernt. Wütend über den Gedanken und die Tränen, die ihr in die Augen schossen, schüttelte Ariel den Kopf. Sie hatte beschlossen, Carolus zu hassen und wollte sich durch nichts von diesem Entschluss abrenken lassen. Sie hob erneut ihren Blick und sah zu dem wolkenverhangenen Bergmassiv herüber. Das Rot war Gold und Kupfer gewichen, und zwischen den Gipfeln war bereits der Rand der gleißenden Sonnenscheibe zu sehen. Es war einfach ungerecht. Sie war sich noch niemals so verraten vorgekommen, als sei ihr das wertvollste Geschenk ihres Lebens gemacht worden, nur um ihr sofort im Anschluss wieder genommen zu werden. Sie wusste nur zu genau, dass die anderen dachten, sie hätte sich einfach ein bisschen in Hinael verliebt. Sie wusste, dass sie alle mit ihr fühlten und hofften, sie werde ihren Schmerz bald überwinden. Aber es war mehr als Schwärmerei gewesen. Es war etwas ganz anderes. Sie hatte sich Hinael so verbunden gefühlt, wie keinem anderen Wesen, das sie kannte. Als sei er nicht nur ihr Ordensbruder gewesen, sondern irgendwie mehr. Natürlich war das vollkommen unsinnig, genauso unsinnig wie die Idee, sie könnte in Hinael verliebt gewesen sein. Ariel? Es war Maloriels sanfte Stimme, die die blonde Michaelitin aus ihrem düsteren Gedanken riss. Die Andacht für Hinael beginnt gleich. Es sind schon alle versammelt. Oh, sie waren ja seit Hinaels Tod alle so nett zu ihr und so mitfühlend. Besonders Maloriel. Seine vorsichtige, verständnisvolle Art machte sie rasend. Warum konnten die anderen sie denn nicht einfach nur in Ruhe lassen? Wortlos und ohne den hochgewachsenen Rameliten anzusehen, sprang Ariel auf und ging raschen Schritt zur Kapelle hinüber. Tatsächlich waren sie alle gekommen, alle bis auf einen. Der hochehrwürdige Michaelis Inquisitor Carolus war nicht erschienen. Im ersten Moment war sie froh, den Greis nicht zu sehen. Dann siegte wieder ihr Hass und sie wandte sich empört an Maloriel, der ihr mit sorgenvollem Gesicht in die Kapelle gefolgt war. Wie kann er es wagen, nicht hier zu erscheinen, sandte sie als geistige Botschaft. Selbst wenn es nicht seine Schuld gewesen wäre, hat er als Leiter der Operation die Pflicht. Ariel, flüsterte der Ramelit ihr beruhigend ins Ohr. Er ist ein Inquisitor der Michaeliten. Es ist nicht an uns, über sein Handeln zu urteilen. Abgesehen davon ist er zu krank, um herzukommen. Pah, das ist doch nur eine billige Ausrede. Er war ja auch nicht zu krank, um uns erst auf diese unsinnige Mission zu schicken und sich dann unentwegt einzumischen. Sie schnaubte verächtlich und wandte sich wieder von dem lang aufgeschossenen, blassen Engel ab. Maloriel seufzte leise, aber bevor er zu einer Erwiderung ansetzen konnte, stimmten die Sareliten ihren klaren Gesang an und abgelaufen erklomm die Kanzel, um die Anwesenden zu segnen. Die Trauerliturgie schien ewig zu dauern. Nach dem Segen des Ab
sang der kleine Chor der Sareliten mit glockenhellen Stimmen die erste Strophe des Gloria Angelorum. Dann fielen die anderen versammelten Engel für die zweite Strophe ein und verstummten zur dritten wieder. Dieser Wechselgesang zog sich über ein Dutzend Strophen hin. Als die letzte Note verklungen war, begann der Abt von der Kanzel aus den verstorbenen Engel zu würdigen. Aber Ariel beachtete ihn kaum. Ihr Blick war auf einen stämmigen Engel in grünen Gewändern auf der anderen Seite der Kapelle gefallen, dessen ungewöhnliches, kurzes, borstiges Haar in alle Richtungen von seinem Kopf abstand. Vakanael hieß er und war ein Mitglied von Henaiels Schar gewesen. Sie konnte sich noch gut erinnern, wie Daniel mit den anderen Ureliten aneinandergegangen war, nachdem Carolus Henaiel das Kommando ihrer Schar übertragen hatte. Damals hatte alles seinen Anfang genommen und keiner von ihnen hätte wohl gedacht, dass es so enden würde. Jetzt blickte der Urelit zu ihr herüber und seine Miene verdunkelte sich, als sich ihre Blicke trafen. Ariel spürte, dass er ihr die Schuld am Tod seines Scharbruders gab. Dennoch war nicht Hass das vorherrschende Gefühl, das sie auffing, sondern Schmerz. Schmerz über den zweiten Verlust, den die Schar in kurzer Zeit erlitten hatte. Jetzt Henaiel und kurz davor Kaliel. Kaliel, der Engel, der jenem sechsten Orden, dem der Raguliten, angehört hatte. Sie hatte gehört, der Himmel der Raguliten sei im vergangenen Winter zerstört worden. Aber sie wusste noch immer nichts über die Aufgabe dieses geheimnisvollen Ordens. Ariel spürte genau, dass Vakanael ihren forschen Gedanken auszuweichen versuchte. Noch immer starrten sie einander zwischen den filigranen, kannelierten Steinsäulen hindurch an. Es wäre dem stämmigen Ureliten leicht gefallen, seinen Geist ganz vor ihr zu verschließen, da sie nicht seine Scharführerin war, doch er tat es nicht. Nein, es schien vielmehr fast, als wollte er ihr eine Botschaft übermitteln. Carolus wollte Joram Geheimnis. Was wollte er ihr damit sagen? Prälat Carolus wollte geheim halten, dass es den Ketzer Joram gab? Velja suchte Joram Geheimnis. Der greise Inquisitor wollte an Jorams Geheimnis kommen und Bruder Velja hatte es für ihn suchen sollen? Das musste es sein, was ihr Vakanael sagen wollte. Das hieß, Velja hatte sich damals nachts auf Carolus Geheiß heimlich mit dem Ketzer getroffen, als ihre Schar ihn beschützen sollte. Und das wiederum hieß, dass Carolus auch den Tod Bruder Veljas verschuldet hatte. Offensichtlich hatte Ariels Gesicht ihr erpörtes Erstaunen nur allzu deutlich verraten, denn Vakanael senkte auf einmal seinen Blick und verschloss seinen Geist vor ihr, ehe sie weiter in ihn dringen konnte. Den Rest der Trauerandacht verbrachte Ariel voller Ungeduld. Sie konnte es kaum erwarten, sich mit Vakanael zu treffen und ihn zu fragen, ob sie seine Andeutungen richtig verstanden hatte und was er noch darüber wusste. Aber als die Andacht schließlich mit dem Totensegen beendet worden war, drängte der Urelit und die anderen Mitglieder von Henaiels Schar aus der Kapelle, bevor sie einen von ihnen erreichen konnten. Und als sie endlich am Ausgang stand und auf die Plattform hinaufblickte, war breit und breit keiner mehr von ihnen zu sehen. Maloriel stand einsam und allein auf der sturmumtosten Flugplattform des Himmels von Montsalvage und ließ seinen Blick über den zerklüfteten Horizont schweifen. Die Andacht war vorüber und die anderen Engel hatten sich wieder in ihren täglichen Aufgaben zugewandt oder waren verletzt und abweisend von jeder Gesellschaft geflohen, zumindest wenn sie Ariel hießen. Der silberhaarige Ramelit wandte sich um und schlenderte langsam auf die Kapelle zu. Durch die offenstehenden Holzflügel des Portals konnte er beobachten, wie zwei junge Monarchen die Kerzen löschten und den Boden fegten. Maloriel musste sich eingestehen, dass er Angst hatte. Zum ersten Mal, seit er sich erinnern konnte. Nein, das stimmte nicht ganz. In seinen Träumen besuchte ihn die Wollust und streifte ihn mit dem Fieberhauch ihrer halbbewussten Fantasien. Und diese Träume waren es, vor denen er Angst hatte.
An manchen Tagen wagte er kaum, sich zur Meditation zurückzuziehen. Er war sich immer noch nicht sicher, was die Träume bedeuteten, aber er spürte, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Henaels gewaltsamer Tod hatte ihm das nur noch deutlicher vor Augen geführt. Auch wenn sie Engel des Herrn waren, sie waren nicht unbesiegbar. Sie starben im Kampf und wurden älter oder vielleicht sogar verrückt. Und dann rückte unaufhaltsam die Zeit der Läuterung näher. Niemand wusste genau vorher, wann ein Engel geläutert wurde. Und es gab kein persönliches Ritual, nur die offiziellen. Aber anonyme Feiern zu Ehren der Geläuterten am Lichtmess. Aber Maloriel konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass seine Läuterung kurz bevorstand, sollte Abgilaum von seinen düsteren Träumen erfahren. Es war jedoch nicht die Läuterung selbst, die ihm Angst machte, sondern die Aussicht, nicht mehr genug Zeit zu haben. Als Ariel sich von ihm abgewandt hatte und Henaiel näher gekommen war, war ihm schmerzlich bewusst geworden, dass sie mehr für ihn war als eine Michaelitin. Und auch, wenn es unter Engeln keine Liebe geben dürfte, auch wenn sie alle geschlechtslos waren, konnte er seine Gefühle nicht ignorieren. Was aber, wenn ihm nicht mehr genug Zeit blieb, um sie mit Ariel zu teilen? Maloriel? Der Ramelit hatte Abgilaum nicht bemerkt, der leisen Schrittes von hinten an ihn herangetreten war. Es ist gut, dass ich dich hier treffe. Es gibt da etwas, das ich mit dir unbedingt besprechen möchte. Vater Ab, antwortete Maloriel überrascht. Ich hatte gedacht, ihr hättet euch zurückgezogen. Das hatte ich auch. Aber ich bin zurückgekommen, weil ich dich gesucht habe, Maloriel. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du etwas erfährst. Begleite mich doch bitte hinauf in meine Privatgemächer. Der Ab sprach mit einer freundlichen Stimme, aber dem Rameliten erschien es, als vernehme er einen Unterton der Besorgnis. War seine Zeit etwa jetzt schon gekommen? Ich habe mich verspätet, ehrwürdiger Ab. Ich muss dringend hinunter. Das hat Zeit, Maloriel. Der Ab legte ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter. Und ich bin mir sicher, dass du nicht versäumen möchtest, was ich dir zu zeigen habe. Maloriel gab sich geschlagen. Wie konnte er dem Ab schon wieder widersprechen? Mit hängenden Flügeln folgte er Gilaum die breite Wendeltreppe hinauf, die zu den Privatgemächern des Oberhirten der Urieliten in die Spitze des Himmels führte. Im oberen Kreuzgang angelangt, führte der Ab Maloriel jedoch nicht in sein Audienzzimmer, sondern hinüber in den Gästeflügel. Du hast sicher schon gehört, dass der ehrwürdige Vater Carolus schwer erkrankt ist. Maloriel, der mit dieser Wendung des Gesprächs nicht gerechnet hatte, nickte überrascht. Nun, ich denke, dass es mit ihm bald zu Ende geht und ich möchte versuchen, noch ein letztes Mal mit dem alten Sünder zu sprechen. Dazu brauche ich einen verschwiegenen Zeugen, dem ich vertrauen kann. Abgilaum machte eine Pause und sah Maloriel lange an. Außerdem denke ich, der Inquisitor schuldet dir und deiner Schar ein paar Antworten. Aber warum habt ihr nur mich hergeführt, Vater Ab? Immer noch musste ihm der Unglaube ins Gesicht geschrieben stehen, denn ein Ausdruck der Belustigung huschte über Gilaums Züge. Weil du das Gedächtnis der Schar bist, Maloriel. Abgesehen davon ist Ariel zu sehr von Zorn und Hass erfüllt, als dass ich sie mit Carolus konfrontieren möchte. Mit ernstem Blick fuhr er fort. Ich möchte nicht, dass Carolus dich sieht. Geh dort hinüber auf den Balkon und fliege von außen zum zweiten Fenster auf der linken Seite. Ich werde die Monarchen anweisen, das Fenster zu öffnen, wenn ich in Carolus' Gemächer trete.
Maloriel nickte schweigend und trat ohne ein weiteres Wort auf die Balustrade hinaus. Das besagte Fenster befand sich in einiger Höhe darüber. Es musste hoch oben in der Wand des Gästezimmers eingelassen sein. Unterhalb des Fensters verlief ein schmaler Steinsims. Dort konnte er sich niederlassen und unauffällig in das Zimmer spähen. Das Fenster war noch geschlossen, als er auf dem Unbill der Elemente zerfressenen Steingrat landete. Die dichten, schnell vorbeiziehenden Wolken spiegelten sich in der Scheibe des Fensters und dahinter konnte er schemenhaft ein Himmelbett ausmachen. Er zog den Kopf zurück, um nicht gesehen zu werden, und kauerte sich an den Sims. Etwa 100 Meter unter ihm erstreckte sich die Flugplattform des Himmels, und er konnte mehrere kleine, weiße, geflügelte Gestalten erkennen, die über der Plattform Kampf- und Formationsübungen ausführten. Die meisten von ihnen mussten ganz junge Engel sein, denen die erste Schlacht gegen die Traumsaat noch bevorstand, und er fragte sich, ob er mit ihnen hätte tauschen wollen, und ob er etwas anderes gemacht hätte, wenn er jetzt anstelle eines jungen Rameliten dort unten auf seine erste Mission warten würde. Maloriel hatte nicht bemerkt, wie das Fenster geöffnet wurde, aber der warme, stickige Luftzug, der plötzlich über ihm aus der Öffnung strömte, sagte ihm, dass es jetzt Zeit war, sich wieder auf das Krankenzimmer zuzuwenden. Vorsichtig wandte er sich der Fensteröffnung zu und begann angestrengt zu lauschen. »Nun, wie geht es euch heute, Prälat?« Gelaum sprach langsam und betont, wie zu einem kleinen Kind. »Ich hoffe, ihr hattet eine erholsame Nachtruhe?« Als nächstes konnte Maloriel das leise Rascheln von Linnen vernehmen, dem ein heißes, krächzendes Stöhnen folgte. »Aber nein, Prälat, so bleibt doch liegen. Ihr müsst euch doch nicht meinetwegen aufrichten.« Die volltönende Stimme des Abklang aufrichtig besorgt. Nach einem heftigen Hustenanfall erklang zum ersten Mal die Stimme des Michaeliten-Inquisitors. Hätte er nicht gewusst, wer da sprach, der Ramelit hätte die Stimme nicht wiedererkannt. »Ich kann nur im Sitzen sprechen ab«, keuchte Carolus. »Die Monarchen sollen endlich verschwinden.« »Ihr habt den ehrwürdigen Inquisitor gehört«, erklang daraufhin wieder Gelaums Stimme, die den schweren Atem des Kranken mühelos übertönte. Maloriel hörte auf seinem Lauschposten, wie die Tür des Zimmers sich öffnete und wieder ins Schloss fiel, und schob sich dann noch näher an den Fensterrahmen. Jetzt würde es interessant werden. »Sind Sie zurück?« krächzte der Alte. »Nein, Prälat, ich habe noch immer keine Neuigkeiten von der Schar. Im Gegenteil, ich habe immer mehr Gründe zur Annahme, Ihre Mission könnte endgültig gescheitert sein.« »Nein«, japste Carolus. »Das darf nicht sein. Das ist unmöglich. Sie müssen mit Jorams Geheimnis bringen. Sie müssen mir das bringen. Die Stimme des schwerkranken Mannes überschlug sich beinahe und er wurde von einem erneuten Hustenanfall geschüttelt. Dann fuhr er in kraftlosen Flüstern fort. »Es darf nicht sein! Die Prophezeiung sagt, Jorams Geheimnis würde mich retten!« Es schien also, dass Carolus mehr über Joram wusste, als er ihnen gegenüber zugegeben hatte, überlegte Maloriel aufgewühlt. »Verzeiht, ehrwürdiger Inquisitor, aber vielleicht ist euch eine falsche Information zugespielt worden. Wohlmöglich gibt es gar kein Geheimnis, das dieser Ketzer bewahrt.« »Ha! Und was ist dann mit meiner Krankheit? Nein, es ist alles, wie es mir gesagt wurde.«
Nun, in eurem stolzen Alter ist es nicht ungewöhnlich, einer schweren Krankheit zu erliegen. Habt ihr schon einmal daran gedacht, dass es vielleicht der Ruf des Herrn ist, der euch widersetzt, dem ihr euch widersetzt? Unsinn! Krächzte der Greis. Sie haben mir gesagt, dass es meine Bestimmung ist, noch viele Jahrzehnte zu leben, und ich werde mir holen, was mir zusteht. Schicke unverzüglich eine zweite Schar aus. Sie soll nach der ersten suchen und wähle diesmal bloß einen fähigeren Michaeliten. Einen fähigeren Michaeliten! Maloriel unterdrückte auf seinem Sims ein verächtliches Schnauben. Ohne einen zweiten Michaeliten, ohne diesen anmaßenden Hinariel, wären sie vielleicht erfolgreich gewesen. Wieder überkam dem Alten ein schwerer Hustenanfall, von dem er sich nur langsam und mit langen, rasselnden Atemzügen erholte. Ich denke nicht, dass ich in diesen schweren Zeiten eine meiner Scharen für noch ein Selbstmordkommando entbehren kann, erwiderte Abgelaum jetzt kalt. Jeder sieht, dass eure Zeit gekommen ist. Nur ihr weigert euch, eurem Schöpfer in Würde gegenüberzutreten. Du widersetzt dich meinen Befehlen ab! Unter größter Kraftanstrengung spie Carolus die Worte aus. Ich werde einen Boten nach Eterna schicken, um mich über deine ungeheuerliche Impertinenz zu beschweren. Das wird nicht nötig sein, Prälat. Ich habe bereits einen Boten entsandt, der dem Heiligen Stuhl von eurer Krankheit und eurer geistigen Umnachtung in Kenntnis gesetzt. Carolus brach in ein hektisches Lachen aus, das bald in lautes Husten überging. Du musst geistig umnachtet sein, Gelaum, röchelte er. Weißt du nicht, wer ich bin? Niemand wird dir glauben. Nun, auch daran habe ich gedacht, Prälat. Deshalb habe ich zu unserer Unterhaltung diesmal einen Zeugen eingeladen. Und ich denke, niemand würde es wagen, das Wort eines Rameliten anzuzweifeln. Bei den letzten Worten war Abgelaum unter das offene Fenster getreten und sah nun auf Maloriel hinauf. Maloriel nickte und trat behende in den hohen Rahmen und sprang leichtfüßig in das Zimmer des kranken Michaeliten-Inquisitors. Carolus reckte ihm in ungläubigem Entsetzen einen mageren, klauenartigen Finger mit geborstenem Nagel entgegen. Wieso ist er hier? Seine Haut war von grauer Farbe und spannte sich so straff über seinen ausgemergelten Körper, dass er mehr einem Skelett als einem Menschen glich. Nur seine geröteten Augen quollen im Anblick des Rameliten bedrohlich aus den Höhlen. Ich hielt es für besser, euch nicht mit den Neuigkeiten über die Rückkehr der Schar zu belasten, in der Hoffnung, euer Zustand würde sich bessern und ihr würdet zumindest zur Einsicht gelangen. Aber eure Sturheit lässt mir keine andere Wahl. Offensichtlich hatte es Vater Carolus die Sprache verschlagen. Am ganzen Leibe zitternd lag er zusammengesunken auf seinem Siechbett. Ja, die Schar ist zurückgekehrt, fuhr er ab fort. Doch Joram, der angebliche Ketzer, der nichts weiter als ein Versucher der gefährlichen Sorte ist, ist entkommen. Es gibt kein Geheimnis, das man ihm entreißen könnte. Ihr wurdet in die Irre geleitet, vielleicht gar vom Herrn der Fliegen selbst. Und ihr werdet sterben. Und ich werde nicht zulassen, dass ihr noch eine andere Schar mit in den Tod reißt. Mit letzter Kraft richtete sich Vater Carolus noch einmal auf und warf dem Ab einen hasserfüllten Blick zu. Dann verkrampfte sich sein Körper und er brach gurgelnd auf seinem Lager zusammen. Geh jetzt, Maloriel. Du hast alles gehört. Ich werde die Monarchen hereinrufen, damit sie sehen,
was sie noch für ihn tun können. Maloriel nickte schweigend und schwang sich aus dem Fenster in den stürmischen Morgenhimmel hinauf. Er konnte noch nicht so recht fassen, was er da soeben gehört hatte. Warum habe Herr Abgilaum gewollt, dass er Zeuge dieses Gesprächs wurde? Eines jedoch war klar, er musste Ariel und den anderen davon erzählen. Mit ein paar gewandten Flügelschlägen ließ er das Fenster hinter sich und begann in einem weiten Bogen zu den Zellen der Engel hinabzugleiten.